Willkommen seit langem mal wieder zu einem Video. Wir sind hier heute auf diesem Zwischenfruchtacker. Nur ganz kurz, der Bauer hat es uns auf jeden Fall erlaubt. Wir dürfen hier drauf, das ist nur eine Zwischenfrucht, hat er gesagt, das interessiert ihn nicht. Da soll man einfach drauf gehen, Löcher halt wieder schön zumachen und so. Und dann passt es, hat er gesagt. Ja, ich bin halt mit meinem Kollegen unterwegs. Und ich habe hier auch gleich schon ein Oberflächensignal. Da schauen wir doch gleich mal mit dem Pinpointer, ob wir das hier erwischen. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Auf jeden Fall war es ein 90er-Signal. Ja. Hier war es gerade, oder? Hier oben. Ihr seht es gerade wahrscheinlich nicht. Müssen wir noch mit dem Spaten ran hier. So. Schauen, dass wir nichts kaputt machen. Und dann... Ah, hier habe ich schon. Es ist was Rundes. Es ist auf jeden Fall was Rundes. Gleich der erste Fund heute. Weil besser gerade hatte ich schon Eisenfunde, aber... Es ist auf jeden Fall eine Münze. Ja, wird ein bayerischer Pfennig sein, so ein alter. Also wie gesagt, gleich machen wir wieder zu. Der Bauer hat es uns erlaubt. Und ihr kriegt jetzt erstmal eingeblendet, was für eine Münze ist. Und dann gehen wir erstmal weiter und wir sehen uns... Im nächsten Signal. Auf das Signal, ich weiß nicht, ob man es hört. Wir sind an der Straße dran und deswegen erhoffe ich mir hier eigentlich, dass hier früher auch schon was los war und deswegen hier was geht auf dem Feld. Ist schon draußen. Mein Freund hat gerade einen Heiligenhänger gefunden. Nice. Hier oben soll es drin sein und bei mir ist es ein Stück Schrott. Naja, macht nichts, eine Münze haben wir schon. Und dann würde ich sagen, geht's weiter und wir sehen uns beim nächsten. Hier ist das nächste Signal, haben wir 87,88. Mal schauen, was das wird, ne? Auf jeden Fall schon draußen. Und da drin soll es auch sein. So. Ja, da ein Krämer war da. Ein Stück Tube, man kennt ihn. Pinpointer hier sauber machen. So, Loch mal wieder zu. Und ja, mal schauen. Auf jeden Fall bleiben wir noch ein bisschen. Wir haben ja gerade erst angefangen. Und hoffentlich kommen noch verschiedene Funde. Da fühlt man einmal nicht. Und dann kommt eine Münze zum Vorschein. Ja, es ist ein Zinker, also zu viel verpasst hättet ihr nicht. Zinkmünze, da kann man auch drüber reiben, da erkennt man eh nichts mehr. Eine Zinkmünze, schon zwei Münzen heute. Ja, mein Freund hat gerade auch einen Knopf gefunden, also bis jetzt läuft's. Ich bin gerade mal in der ersten Bahn. Und ja, Zinker, den blende ich euch nicht ein, weiß ja jeder, wie ein Zinker aussieht. Und andere Münze, genau, passt. Weiter geht's. Nach dem Zinker bin ich ein ganz schönes Stück gelaufen und jetzt habe ich hier noch ein Signal. Schätze ich mal, wird ein Knopf, ich weiß es aber nicht, aber vom Wert her auf jeden Fall. Vom Wert her könnte es auf jeden Fall passen. Ah, wohl, jetzt ist der Wert gesunken. Gerade war es noch auf 70, jetzt ist er auf 50. Ich muss mal kurz der Spaten ran hier. So. Ja, nix hier mit Knopf. Aber nur Aluschrott. So sieht's aus, meine Freunde. Ne, hilft ja nichts. Ne? Muss auch mal sein. Kann ich immer nur gute Sachen geben. So, doch jetzt auch wieder zu. Und dann machen wir weiter. Ich komme gerade von meinem Freund, der hat mir seine Funde gezeigt. Und jetzt haben wir hier 83, so im 80er Bereich, so an der Oberfläche gleich. Ah, mal schauen, was das wird. Drin? Ne? 85 hier oben drin. Hier soll es sein. Na komm schon. Bitte seid diesmal was Gutes. Jawohl, und es ist rund. Es ist rund. Jawohl. So will ich das. Was haben wir hier? 10 Rentenpfennig oder Reichspfennig, was auch immer. Mein Kollege hat vorher 5 gefunden.
Ich habe die Ergänzung zu ziehen. Da hat gerade auch ein Signal. Oh, die sind schwarz angelaufen irgendwie. Und von 1923. Finde ich nicht so oft. Also bei uns hier in der Region finde ich am häufigsten die von 24 und 25. Aber von 23 sehr selten. Die einzige, die ich bis jetzt habe, ist eine von 36. Habe ich bis jetzt einmal erst gefunden. Die ist auf jeden Fall. Also die muss ich ja gleich jetzt komplett tun. So schön ist die. Und seit langem mal wieder jetzt hier was. Ich bin wirklich jetzt halbe, dreiviertel Stunde ohne irgendwas gelaufen. Das ist mein dritter guter Fund heute. Richtig nice. Wir können uns auch nochmal die von vorher angucken. Aber die ist schon. Es wird ein alter bayerischer Kreuzer oder Pfennig sein. Auf jeden Fall nice. So, genau. Ach, das ist. Oh, da freut man sich gleich. Nach so einer Durststrecke endlich mal wieder was Rundes, was Gutes. Ja, gut, machen wir weiter und wir sehen uns beim nächsten Fund. Ja, es ist ein nächster Tag. Ungefähr sind vielleicht die gleiche Uhrzeit wie gestern. Gestern wurden wir dann leider doch vom Regen überrascht. Hab dann aber auch nichts mehr Spannendes gefunden. Man sieht schon vielleicht, alles ist so in dichten Nebel gehüllt. Sehr geil. Mein Kollege ist auch wieder dabei und ich habe halt meinen ersten Fund. Ich habe halt nicht mehr Brustgurt dabei, weil einfach, ja. Ich denke, hier geht eh nicht so viel, aber ein Video hoffentlich entsteht trotzdem. Also, hier ist der Fund. Sieht mir aus wie ein Ring. Und ich schätze mal, es ist auch einer. Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Ring. So, wir werden gerade von fremden Leuten angequatscht, aber die sind nett anscheinend. Ja, ist ein schöner Ring. Genau, passt. Hat aber auch kein Muster, wie es aussieht. Ich lege ihn wieder hier hin. Und dann würde ich sagen, mache ich weiter. Sonst ziehe ich meinen Handschuh wieder an, denn es ist arschkalt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Fund. So, jo. Es ist immer noch Nebel da, denn ich bin nur ein paar Meter gelaufen. Hinten irgendwo war der Ring. Und jetzt habe ich hier, wo habe ich ihn hier noch gerade irgendwo gesehen? Hier oben, genau. Mit meinen schönen pinken Handschuhen. Ein schöner alter Zinkknopf. Brauche ich, denke ich, auch nicht einblenden. Nein, sieht ihr ja jetzt schon. Ein alter Zinkknopf. Genau, vielleicht von einem Hemd oder von einer Schürze oder irgendwas. Genau, machen wir weiter. Freunde, ich bin wirklich wieder so wie gestern. Halbe, dreiviertel Stunde mindestens gelaufen. Aber jetzt ist es da. Wir haben Silber, glaube ich. Oh, das ist ein Tinker. Ich habe es noch nicht angeguckt. Gucken wir einfach mal. Kannst du sehen, da drin liegt es richtig. Da kommt es raus. Und es ist Silber. Jawohl, oder? Warte, ist das ein Zinker? Nee, oder? Doch. Doch, es ist Silber. Jawohl, Alter. Nice. Da sehe ich mich. Geil, ey. Warte mal, ich habe jetzt mein Fundspray. Ja, habe ich schon dabei, aber das mache ich dann später sauber. Die sind immer nie gut erhalten. So richtig klein. Wird ein Kreuzer oder sowas sein aus Bayern. Richtig geil. Wir haben Silber. Dann hoffe ich mal, geht es jetzt gut weiter. Dass ich jetzt noch ein paar gute Funde irgendwie so, wollte ich sagen. Keine Ahnung. Gut. Machen wir weiter und sehen uns beim nächsten. Freunde, nächster Fund. Da drüben ist mein Kollege gerade. Ja, jetzt haben wir hier der steht ganz an der Oberfläche. Einer ist ein Bronzeknopf. Ja, ist ein schöner. Oh, ist der jetzt hin? Ist er runtergeflogen? Hier, oder? Ja, genau. Einer ist ein Bronzeknopf ohne Muster. Hinten Eisen. Ja, kriegt er auch eingeblendet. Und dann machen wir weiter, ne? Würde ich sagen. Bis zum nächsten. Wie gesagt, habe ich den Brustgurt vergessen. Egal, ich probiere es trotzdem mal live. Ich habe ein 75er Oberflächensignal. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo es war. Wir gucken jetzt einfach mal. Da soll es irgendwo sein. Oh, das erinnert mich an die alten Zeiten zurück, wo ich mit einer Hand gefilmt habe. Jesus. Naja, wenn man es live macht, kommt Schrott raus. So. Ja, mein Freund hat auch gerade ein Signal. Falls das gut ist, zeige ich euch auf jeden Fall. Ich tue das jetzt erstmal in die Fundtasche. So. Ich tue meinen Pinpointer wieder rein. Und ich muss einfach nochmal hier diese Nebelidylle zeigen. Da vorne ist die Straße.
fahren die Autos lang. Hinten ist ein Feldweg. Ja, und das ist einfach richtig geil zum Sondeln hier. Hinten fängt dann unser Dorf gleich an. Da steht, ich glaube, man sieht ganz leicht ein Gebäude durch. Und ja, genau. Würde ich sagen, mache ich weiter. Und ich melde mich dann beim nächsten Fund oder Signal. Will ich euch auch kurz zeigen, es war hier gerade im Loch. Ich habe erst gedacht, irgendwie an eine Münze oder so, aber nein. Also auf der Rückseite ist es nichts. Es ist auch leicht, es ist Alu. Hier oben ist ein Loch drin. Und hier steht 66 und drunter ein S. Jo, weiß ich jetzt nicht, was das sein könnte. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Vielleicht irgendwie so eine Art Hundemarke, Baumarke. Irgendwas wird es sein. Auf jeden Fall nichts Altes, denke ich mal. Ja, machen wir weiter. Bis zum nächsten. So, hier, ich musste erstmal nachgucken, ob es das ist, was ich dachte. Meine Hände sind so kalt. Es ist ein Ring auf jeden Fall. Hier oben ist, glaube ich, nichts drauf. Ist auch kein Silber oder so. Einfach nur ein richtig geiler Ring. Der zweite Ring heute. Ist doch perfekt. Mit was kam der rein? Mit 85. Verständlich. Der Größe. Richtig geil. Richtig geil. Also heute läuft's doch. Heute läuft's doch. Silber plus zwei Ringe. Plus ein bisschen anderen Kram. Ist doch perfekt. Gut, dann mache ich weiter und schauen wir mal, was mein Freund da gerade findet. Gut, ich mache auch weiter und wir sehen uns beim nächsten. Das Video ist jetzt zu Ende. Mir ist kalt, ich will nach Hause. Ich habe ganz schön was gefunden heute. Links neben mir ist jetzt hier die Straße. Hier und ja, da ist meine Tekte und mein Fahrrad. Auch links neben mir gleich. Jo, genau, also das war hier jetzt nochmal das Feld. Und ja, man sieht nur das Viertel davon Feld, gerade wegen dem Nebel. Das ist eine richtig geile Atmosphäre. Ja, wir packen jetzt unser Zeug zusammen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich weiß nicht, ob das Video etwas kürzer oder länger geworden ist, je nachdem. Jo. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.